Hey Leute, willkommen zurück zu Striving for Light. Wir suchen uns wieder eine neue Karte und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Da hat sich ja jetzt wieder was aufgetan. Die Frage ist halt, nehmen wir das hier, das wäre dann eine Faded Map. 105% XP-Bonus, das klingt ja schon mal gut. Zwei mehr Bosse, Trap Damage ist erhöht, Gegner haben ein bisschen mehr Lebenspunkte. Enemy Damage ist aber auch plus 2 dann. Das ist ein bisschen knapp, dafür hätte ich vielleicht gerne noch so 2-3 Herzen mehr oder ich muss halt echt ein bisschen mehr aufpassen. Was haben wir hier? 120% XP-Bonus. Hard Drop Rate, können wir auch mal kurz drauf gucken. Haben wir jetzt hier gar nicht. Mountain Peaks. Boah, Bosse haben plus 110% Lebenspunkte. Enemy Movement Speed plus 30%, das ist natürlich auch mal eine Ansage. Da würde ich ja fast sagen, auch wenn die Hard Drop Rate jetzt hier nicht erhöht ist, ich würde das jetzt vielleicht sogar nehmen wollen. Mal gucken, das könnte natürlich jetzt auch in die Hose gehen. Gut, ja, Hard Drop Rate haben wir hier noch ein bisschen. 20%. Ja gut, nehmen wir das. Ich bräuchte halt echt trotzdem vielleicht noch so 2-3 Herzen, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Gut, aber was wir jetzt hier an Schaden machen, das ist jetzt auch nicht so das Problem. Vor allem jetzt hier wieder mit den Gerüsten. Es wird noch ein bisschen problematisch halt wieder bei Gegnern, die halt ein bisschen schneller unterwegs sind. Weil die Projektile fliegen halt auch relativ langsam. So, ob ich dich da unten jetzt mitnehmen will, ist halt auch so eine Frage. Ich weiß, obwohl, das sieht ganz gut aus vom Damage. Aber du bist halt auch echt schon recht flott unterwegs. Aber das ging dann doch jetzt schneller, als ich dachte. Na gut, dann werde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen mehr mitnehmen. Wobei diese Viecher sind halt, da haben diese Konstrukte echt so ein paar Probleme, die dann auch vernünftig zu treffen. So, aber das sieht doch bis hierhin eigentlich wieder ganz okay aus. Das hier unten jetzt so eine gute Idee ist, wobei das geht eigentlich so von den Pfeilen her. Glaube, will ich das jetzt schon machen, ist die große Frage. Wir machen das jetzt schon, komm. Wie schlimm kann das schon werden? Wenn ich jetzt nicht dumm in irgendwelche Fallen reinlaufe, sollte das eigentlich, oder in die eine Falle da, sollte das kein Problem sein. Ja, das sieht doch echt ganz okay aus. So, dann haben wir auch alle erledigt. Was hätten wir jetzt hier? Increased Projectile Damage. Oh ja, bitte, danke. Nehme ich auf jeden Fall mit. Dann könnte ich das sogar vielleicht schon mal direkt benutzen. Wobei, wir gucken erstmal noch, was es hier denn noch so gibt. Aber mehr Projectile Damage ist natürlich super. Ich glaube, das werde ich dann auch als nächstes direkt in den Baum packen. Wenn wir da irgendwo eine freie Stelle haben, wo wir recht schnell hinkommen, machen wir das dann so. Dann haben wir jetzt zumindest auch schon wieder so ein bisschen Leid zusammen. Also wenn wir jetzt auf einen Händler treffen würden, wäre das in gewisser Weise natürlich schon blöd.
Dafür haben wir ein bisschen wenig Leid, aber XP sind halt immer brauchbar. Von daher... Ach, jetzt haben wir hier auch noch so ein Riesenvieh, was jetzt auch nicht so gut zu treffen ist. Manchmal ist auch nicht gerade langsam. Gut, wenn ich jetzt die ganzen Dinger hier direkt vom Kopf platzieren kann, dann ist das natürlich kein Problem. Ich hätte natürlich auch gerne die XP da. Kriegen wir die? Ja, die kriegen wir. Gut, einmal Schaden genommen. Ist aber okay. Gut, der Baum ist halt auch uninteressant. Dafür müssen wir erstmal wieder reichlich Leid dann sammeln. Ich hatte jetzt gesagt, dass ich den Projektilschaden erhöhen möchte. Ist halt auch nicht verkehrt, aber auf der anderen Seite könnte ich... Ich weiß halt nicht. Setze ich vielleicht doch lieber auf Schaden über Zeit oder jetzt, wenn wir Projectile Damage haben, dann das. Ist natürlich auch bei dickeren Gegnern größer, wenn wir so viele Projektile verfeuern und dann noch die ganzen Konstrukte da haben. Wäre das letztendlich dann doch mehr Damage, als wenn ich gucke und hier auf Schaden über Zeit, dann gehe. Gut, die Fallen sind mir da jetzt erstmal alle egal. Da unten haben wir noch so einen dicken. Aber das sieht man jetzt auch ganz gut. Wenn da so ein paar Konstrukte stehen, dann fallen die halt auch so schnell um. Und ich hatte ja auch am Anfang schon gesagt, ich hätte auf jeden Fall noch gerne so 2, 3 Herzen, wo wir jetzt wahrscheinlich auch öfter mal Karten bekommen, wo die Gegner dann auch mehr Schaden verursachen. Kommen wir jetzt mit 7 Herzen vielleicht nicht mehr so weit. In gewissen Situationen. Vor allen Dingen bei Opa Deckard Kane dann wieder mit seinen Wellen und den ganzen Viechern. Gut, wenn ich genug, wenn ich die schnell genug umkloppen kann, dann sollte das halt auch kein Problem sein, aber es ist ja nicht gesagt, ne? Selbst wenn ich jetzt dann Projektilschaden erhöhe, ist das ja nicht garantiert, dass das dann auch so funktioniert, wie ich mir das jetzt hier denke. Ansonsten, das war ja eine recht kleine Karte, gab ganz gut XP, dann würde ich sagen, und auch eine ganze Menge an Herzen, womit, mit denen können wir jetzt aber eh nichts mehr anfangen. Dann gehen wir direkt zum Boss und gucken dann mal weiter. Gleiches Spielchen wie immer. Bewegt sich teilweise dann auch relativ flott. Ach, verdammt. Ach, oh Gott. Ja. Gut. Schwierig. Schwierig. Das war jetzt echt ein bisschen schwierig. Gut, da gab es jetzt noch ein Herz, aber ansonsten nicht so viel. Na gut, selbst wenn ich jetzt hier ein Herz nehme... Das kommt dann halt auch wieder auf die Karte an. Ob das dann eine gute Idee wäre. Schottengel brauche ich jetzt nicht so. Ah, das ist jetzt so eine Sache. Wir haben 6 Punkte. Also ich würde zumindest dann mal gucken, dass wir hier noch sowas mitnehmen. Dann haben wir jetzt Maximum 15. Und wir könnten... Gut, das könnte ich verbinden, dann hätten wir mehr Projektile, aber das, ja, den Damage wollte ich ja erstmal noch weiter erhöhen. Hätten wir auch noch mehr Projektile, dann würde ich das eventuell noch umwandeln und halt die Sache dann mit Burning Projectiles und Condition Damage.
Aber ich glaube jetzt für den Moment, das ist halt jetzt auch eine blöde Situation. Jetzt habe ich hier gerade mal wieder Increased Projectile Damage bekommen, aber ich bin halt auch fast tot. Deswegen setzen wir das jetzt hier mal... Ach komm, nehmen wir das mit. Was soll's, ja. Was soll's. Da oben haben wir nochmal Energy Regen. Das wäre natürlich schon auch recht nett. Da müsste ich halt die noch verbinden. Mehr Max Energy ist halt auch ganz okay. Und dann 15 Kosten, 14 Regeneration ist, glaube ich, aber auch noch in Ordnung soweit. Gut, dann machen wir das halt so. Und ja, ich hätte gern eine Karte mit vielen Herzen. Und wir haben jetzt nur noch da unten die Karte, weil die anderen können wir scheinbar nicht nehmen. Und diese Sache hier ist halt schon so ein bisschen... Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gucken wir mal. So, ich hätte... Gut, plus 1 haben wir da. Jetzt nur noch 56% XP-Bonus. Hard Drop Rate 21%. Das sieht okay aus. Karte ist ein bisschen größer. Bisschen mehr Gegner. Boss mehr. Das sieht ganz okay aus. Enemy Movement Speed 24% erhöht. Aber das ist machbar. Und ich belasse das jetzt hier auch bei Mountain Peaks. Dann machen wir die Karte jetzt nämlich auch noch. Und ich versuche natürlich jetzt direkt hier am Anfang. Wieder Herzen zu bekommen. Aber so wie ich mein Glück kenne, finde ich jetzt hier wahrscheinlich gar keins. Okay, das nehme ich zurück. Na, wobei, die Gegner sind halt auch super doof. Das wäre halt auch echt nett, wenn ich mich dann hier wieder hochheilen könnte. Auch voll heilen. Na, komm her. Ja, das ist das Problem, wenn man auf der Seite hier nicht so wirklich Platz hat. Und jetzt hier alles mit hinter sich herpult. Das ist natürlich super. Blöd gerade. Ach komm, dann machen wir das. Dann muss ich das halt mal so machen. Ja gut, das geht eigentlich mit Dash dann. Gut, dann haben wir da jetzt nochmal Schaden genommen. Aber du hältst halt auch eine Menge aus, Kollege. Da war jetzt auch noch ein Herz. Und vielleicht droppen die ja hier auch noch ein oder zwei. Was hätten wir denn hier? Poison on Hit. Interessant. Eine ganze Ecke mehr Schaden. Ob ich aber... Ich weiß nicht. Ich bleib bei einfrieren. Gerade jetzt, wo ich hier so wenig Herzen habe. Ist das insgesamt dann, glaube ich, auch die bessere Option an der Stelle. Das Ei lasse ich erstmal Ei sein und... Wobei, das müsste eigentlich so auch schon reichen mit den Herzen. Am besten ist es halt wirklich, wenn ich von diesen Konstrukten ein paar hintereinander aufstellen kann und die dann alle gerade da reinlaufen. Ach gut, wenn wir hier schon sind, dann machen wir das doch auch direkt. Ja, easy, ne? Das ist halt auch alles keine Option. Wie gesagt, teilweise machen die dann auch mehr Schaden, auch wenn sie dann vielleicht noch irgendwie Feuerschaden zusätzlich verursachen. Normalerweise war ich ja nie großer Fan von so Freeze-Sachen oder Frostkram. Einfach weil das Zeug halt auch in anderen Spielen eher weniger Schaden macht, aber dafür man dann die Gegner einfrieren kann.
Aber das ist hier halt so praktisch. Weil die Karten zum Teil auch nicht so wirklich so groß sind. Und man kann halt wunderbar damit immer Tempo rausnehmen. Und ich glaube auch, Schaden über Zeit passt da wirklich ganz gut zusammen. Mit halt möglichst vielen Projektilen, diesen Konstrukten. Mehr Projektil-Damage. Und wenn man die dann direkt nicht mit ein paar Schüssen erledigt, dann ticken die Dots da noch runter. Gut, dann machen wir die Karte noch und dann schauen wir mal, ob wir dann da noch die Energieregeneration mitnehmen können. Wobei das ist halt auch alles von den Werten ein bisschen kontraproduktiv, wenn man da noch erhöhten Projektilschaden mitnehmen möchte. Einfach weil das dann so, was rede ich da, Projektilschaden, Dot-Schaden. Dot-Schaden, genau. Dots halt. Weil das dann auch nochmal Minus gibt auf Regeneration. Ja, da haben wir noch eine Arena. Also da könnten wir auch noch ganz gut ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen Ressourcen sammeln. Aber erstmal machen wir natürlich hier alle anderen erst weg. ...1% XP-Bonus. Ich bin ja... 3% XP-Bonus. Das wird ja immer verrückter. Also um möglichst viel Boni mitzunehmen, also was XP angeht, ist das natürlich auch super mit diesen Konstrukten. Kann man einfach weiterlaufen. Man muss im Prinzip nur in Bewegung bleiben. Dann können wir diesen ganzen Krempel hier pullen. Und natürlich, also dieses Mission ist halt vielleicht auch aus dem Grund nicht so eine tolle Idee, weil man einfach dann gucken muss, ja, dass man dann Condition Damage mitnimmt und Projectile Damage. Das ist halt wieder so ein bisschen... Es ist auf jeden Fall schwieriger, sich dann auf eine Sache zu konzentrieren. Gut, man kann dann noch die ganzen anderen Dot-Skills mitnehmen, jawohl. Aber die muss man dann halt auch noch an der Stelle noch bekommen. So, dann hätten wir hier jetzt auch alles. Dann würde ich sagen, wir gucken mal direkt hier im Baum rein und
Was hat sich denn hier noch so aufgetan an Möglichkeiten? Mehr Projektile. Ja, super. Energy Regen da ganz hinten. Ist jetzt nicht so wirklich eine Option. Was das andere hier so angeht. Das sieht jetzt auch nicht wirklich gut aus. Ja gut, dann würde ich halt sagen, machen wir das als erstes mal hier oben und verbinden. Ist halt die Frage, ne? Projector, obwohl Projector Range brauche ich nicht, und ändern will ich das jetzt auch erstmal unbedingt nicht so wirklich. Dann nehmen wir das schon mal mit, so. Und wo wir jetzt die anderen Punkte reinpacken. Ich hatte ja auch gesagt, ich hätte auf jeden Fall dann noch gerne ein bisschen mehr Leben. Dodge Regen kann jetzt auch nicht so verkehrt sein. 14,65. Na gut. Dann nehmen wir das einmal mit. Noch ein Herz. Und eventuell würde ich vielleicht noch mal gucken, dass wir das hier umwandeln. Ja, Max Energy, damit kann man halt auch nichts verkehrt machen. Und danach dann vielleicht noch mehr Projektile, eventuell. Wobei, jetzt von den Schaden, ich gucke da halt auch wirklich kaum auf diese Zahlen drauf. Ich schaue halt immer, wie schnell fallen die Gegner um. Und wenn ich merke, oh, das dauert mir ein bisschen zu lange, bis die umfallen, dann muss ich halt mal wieder den Schaden erhöhen. Condition Damage haben wir 40. Melee Damage, ja, ist Banane. Projectile Damage 90. Also ist knapp die Hälfte. Ja, wie gesagt, Burning Projectiles könnten wir auch noch mitnehmen, wenn wir denn noch mehr Energy Regen hätten. Aber für den Moment, ach, das haben wir hier auch noch. Stimmt. Dann machen wir das hier erst noch. Increase Area of Effect. Ich glaube, das könnte man eigentlich immer mitnehmen. Burning Attack wäre halt was für, wenn man halt auf Nahkampf geht. Aber ich glaube, davon habe ich Increased Area of Effect. Area of Effect kann man immer gebrauchen. Deswegen nehme ich das einfach mit. Und Skills. Also, so wie ich das jetzt auswähle, die ganzen Sachen. Ich gucke halt, was ich von diesen drei Skills, was ich quasi immer brauchen kann. Und nehme das in erster Linie mit. Und so spezielle Sachen eher weniger, es sei denn, sie würden halt auch gerade passen. Naja, gut, hier hatten wir auch nochmal Energy Regen. Stimmt ja. Das heißt, ich müsste dann mal auf jeden Fall auch nochmal gucken. Das war das hier, umwandeln, Additional Projectiles. Ja, gut, nehmen wir mit. Hier hätten wir dann auch noch Energy Regen. Das ist auf jeden Fall, das steht dann als nächstes an. Wir haben hier auch das Limit ganz gut erhöht auf 18 erstmal. Kostet jetzt 16, also ich brauche erstmal wieder so ein, zwei Energy Regen Knoten, um ein bisschen nachzuziehen. So, und was die Skills angeht, Burning Projectiles und Poison Shot haben wir. Gut, das sollte auch erstmal passen. Dann gucken wir mal, was wir hier noch abgreifen können. Auf jeden Fall, ich gehe mal stark davon aus, dass wir durchaus ein paar Wellen auf jeden Fall schaffen werden. So. Also wir werden auf jeden Fall, glaube ich, schon über 10 kommen. Alles andere würde mich dann doch ziemlich stark wundern. So, was hättest du? Braucht da, glaube ich, am Anfang auch gar nicht groß drauf gucken, weil die Sachen sind eh nicht so toll. Was man natürlich hier sehr gut bekommen kann, sind XP und dann auch nochmal Light.
Die anderen Sachen sind mir halt zum Teil schon so ein bisschen zu random. Oder halt hier und da auch meinen brauchbaren Skill. Ja, auf jeden Fall. Muss einfach nur weglaufen und ständig die Konstrukte hier hinsetzen. Nö, 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 nö. Und hier sind jetzt durchaus auch noch ein paar Herzen gedroppt. Also dann haben wir erstmal auch Luft nach oben. Hier ist noch irgendwo einer da oben. Nein. Und hier ist es dann natürlich auch eine super Sache, einfach zu schauen, okay, von Welle zu Welle, wie viel halten die dann aus, wie schnell fallen die um, und wenn man merkt, langsam wird es schwierig, dann kann man natürlich weiter sein Glück probieren oder einfach sich sagen, okay, das reicht jetzt. Das ist halt vom Kosten, vom Zeitfaktor, ist halt dann auch nicht mehr so wirklich eine Option, wenn das dann wirklich, ja, sich wie Kaugummi zieht. Aber es geht alles noch recht flott. Und selbst wenn ich jetzt irgendwo dumm da reinlaufe, wir haben hier ein paar Herzen. Du bist halt am Anfang immer ziemlich nervig, wenn wir noch keine Skills haben, aber gerade jetzt hier auch mit den Konstrukten ist das halt absoluter Easy-Mode. Projectile Damage, das wäre natürlich schon eine Option, aber das geht noch, es ist noch alles zu einfach. Oh Gott, ja, einmal bitte dashen, danke. Benutze ich zwar sehr selten, aber wenn ich es dann benutzen muss, dann benutze ich es eigentlich auch. Gerade bei dem Vieh hier mit diesem komischen Giftangriff ist natürlich Fernkampf eine super Sache. Das noch in Kombination mit Fernkampfkonstrukten. Da stellt man einfach ein paar Dinger hin und läuft dann weg. Na gut, Unstable Potion ist jetzt nicht so wirklich eine Option. Exploding Projectile hat es auch nicht und die anderen Sachen. Ja, nee, so Welle 9 war das. Gut, was hätten wir jetzt? Ja, das ist jetzt gerade alles nicht so brauchbar. Wir können auf jeden Fall noch weitermachen.
Und irgendwas Tolles, irgendwas Wunderbares hätte ich mal eben Projectile Damage mitgenommen. Aber dann hätte ich halt jetzt nicht die XP mitnehmen können. Na gut, Welle 11 haben wir. Welle 12 sollten wir auch noch schaffen. Und hier liegen mittlerweile auch schon so viele Herzen rum. Oh, hallo. Na komm schon, irgendwas Brauchbares. Ich brauche nicht so eine Waffe. Ja, und 4 Light. Okay, ja, gut, ne? Aber ich hätte gern irgendwie noch Projectile Damage. Ich würde das jetzt eigentlich gerne wiederbekommen. Wäre das machbar? Wahrscheinlich nicht, aber hey. Probieren und so. Na gut, da jetzt mal ein bisschen Schaden kassiert. Auch nicht so das Problem erstmal. Und Charge. Cutting Shot. Aber hier hätten wir wieder 2 von denen. Gut, diese... Ah, Telefonmoment. Your search, and I will reward you well. Accept my offer or find death. Accept my offer and keep your life.
accept my offer and settle with wealth and power. So, sorry, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich versuche mich jetzt hier auch zu beeilen, damit wir dann hier fertig werden. Die Frage ist, ich mache jetzt noch mal weiter. Ich mache jetzt einfach noch mal weiter. Aber wir kommen, wobei, das geht eigentlich vom Schaden. Das sehe ich jetzt noch nicht als so problem. Da konnte ich jetzt komisch, bei manchen Gegnern kann ich einfach so lang dodgen. Bei denen ging es dann wieder nicht. Auch interessant. Und das hat gerade echt ein bisschen komisch geruckelt. Na, waren das etwa ein bisschen zu viele Effekte? Gut. Was haben wir hier? Darksteath. Pierce. Ich war eher toll. Das wäre dann auch wieder nur ein Light hier. Und diese anderen Sachen. Shot Engel. Nee, ich will halt irgendwas, was ich auch gebrauchen kann. Wirklich gebrauchen kann. Und nicht irgendwann mal gebrauchen kann, eventuell. So, haben wir hier noch einen? Ach, du warst noch da. Ja, ja, komm mal her. So, jetzt aber. Ach, ja genau, jetzt ihr nichts mehr, gar nichts für Projectiles. Gut. Dann machen wir halt noch weiter. Mittlerweile liegen da halt so viele Herzen auch. Aber ich glaube... Es werden doch langsam ein bisschen viele Gegner. Was auch daran liegt, dass sie halt alle ein bisschen größer werden. Ach, Mann. So, ich sollte die nach Möglichkeit vielleicht nacheinander ausschalten. Und nicht jeden mal so ein bisschen anhitten und dann zum nächsten laufen. Ja gut, das gab jetzt nochmal einen auf die Nase. Und was haben wir? Drei Light. Shard of Transformation. Ja, super. Einmal so ein Ding. Ich. Ich mach jetzt nochmal eine Welle. Selbst wenn ich dann hier ein bisschen Schaden bekomme, man muss ja auch vielleicht noch so ein bisschen so die Ressourcen dann, die Herzen als Ressourcen nutzen, so wollte ich das sagen. Am problematischsten ist wirklich das Vieh mit dem Poison-Angriff hier. Die olle Echse. Das Gute ist, die kann ich ewig zurückweichen. Also hier ist das schon sehr viel angenehmer, die dann zu erledigen. Einfach, weil man nicht ständig hinterherlaufen muss. Das ist okay. Mal gucken. Uah. Verdammt. Gut, aber ich kann halt auch nicht so direkt steuern, wohin dann die Konstrukte schießen, wenn da mehrere Gegner rumkraxeln. Wow. Okay.
Jetzt gibt's gar kein Leid mehr, ja, das ist ja... Und jetzt alles nur Schrott. Mehr Waffen? Nein. Also wenn ich schaffe, möglichst schnell die ersten paar Gegner zu erledigen, dann könnte ich ja auch noch ein bisschen mehr machen. Und final chance to accept my reward or I will unleash the darkness upon you. Alles klar. Wir könnten uns das mal angucken, was das genau bedeutet. So von den Skills hier, ich ja komm, hier continue. Das klang ja jetzt schon so, als ob das hier irgendwie dann ein Ende hat. Ich dachte, das wird halt endlos weitergehen. Aber ist halt scheinbar nicht der Fall. Ist wieder ein super Beweis dafür, dass diese Konstrukte einfach... Sie sind einfach zu stark. Immer noch. Oder war ich da schon mal? Ich weiß es nicht. Oder verwechsel ich das jetzt mit Survival? Das könnte natürlich auch gut sein. Ich versuche hier einfach nur überall so ein paar olle Konstrukte hinzustellen. Meine Güte, du hältst aber echt eine Menge aus. Oh wow, okay. Hallo Tiny Rogues. Also mit diesen Laserbarrieren. Die liebe ich ja. Nichts Schöneres als diese ollen Laserbarrieren. Ich immer das perfekte Timing dafür habe und mich auch immer in die richtige Richtung bewege. Na gut, so, was hätten wir jetzt hier? 97.000 XP. Ja gut, ist alles ist durchwachsen. Additional Projectiles, okay. Ein bisschen wenig Light, aber ein bisschen wenig Lightbier. Aber ansonsten, gut, Welle 20. Naja, geht doch nicht endlos weiter. Gut, dich kenne ich auf jeden Fall aus Survival. Ob ich dich hier schon mal hatte, keine Ahnung. Das weiß ich echt nicht mehr. Dafür sind wir jetzt schon Level 69. Ich wollte gerade sagen, das Spiel hängt. Gut, also haben wir wieder 4 Punkte. Das heißt, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit und noch mehr Energieregeneration. Dann haben wir jetzt 16,45. Und dann können wir uns mal wieder Gedanken machen, vielleicht nochmal Movement Speed demnächst mitzunehmen, noch ein Herz oder halt noch ein paar andere schöne Sachen. Aber das ist diesmal halt auch schon ein extrem langes Video. Gut, ich habe eben auch mal so knapp 3-4 Minuten telefoniert. Aber trotzdem. Aber du bist halt auch kein Problem. So, dann hätten wir dich auch. Gut, ist auf jeden Fall ein bisschen Leid bei rum zusammengekommen wieder. Dann haben wir wieder 18. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns nächstes Mal direkt die nächste Karte. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.